Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Horror-Projekt hier auf dem Kanal, denn wir spielen jetzt das Spiel, mit dem es damals alles begonnen hat. Das Spiel, das noch lange, lange, lange vor Resident Evil und Silent Hill das Genre des Survival-Horrors eröffnet hat. Es war nicht das absolut allererste Spiel seiner Art, aber es war ja der absolute Grundstein des Genres, auf dem zum Beispiel auch das erste Resident Evil dann basierte. Wir spielen Alone in the Dark von Infogrames aus dem Jahre 1992. Es gibt leider nur eine englische Version dieses Spiels, deswegen werde ich mein Möglichstes tun, um zu versuchen, die Texte, die wir im Spiel finden werden, zu übersetzen. Es ist ein knallhartes Spiel, was mir höchstwahrscheinlich mehr als nur einmal den Arsch aufreißen wird. Erwartet also, dass ich relativ viel speichern, relativ viel laden werde. Es gibt nämlich auch einige Momente im Spiel, wo man sich tatsächlich in eine Sackgasse spielen kann, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht, wo man einfach nicht mehr gewinnen kann, wie damals in den guten alten Sierra Adventures. Und wir haben jetzt als allererstes in diesem Spiel die Auswahl, welchen Hauptcharakter wir spielen wollen. Auf der linken Seite sehen wir irgendeine Frau. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber auf der rechten Seite haben wir Edward Carnby. Und Edward Carnby ist ja zwar noch nicht im ersten Teil, aber in den späteren Teilen der Reihe der absolute Protagonist von Alone in the Dark. Ich bin mir nicht sicher, wie sie sich letztendlich dann dafür entschieden haben, dass sie aus Carnby den Hauptcharakter machen und nicht aus Emily, heißt sie, glaube ich. Emily, schieß mich tot. Gott, ist das peinlich. Ja, man sieht, ich bin wieder total vorbereitet für dieses Projekt. Wir spielen auf jeden Fall, natürlich spielen wir Carnby, weil wen sollten wir sonst spielen? Er ist einfach Alone in the Dark. Ohne Edward Carnby kann ich mir einfach nicht vorstellen. Naja, auf in die Schlacht. On my door, a dull brass plate says Private Detective. The few friends I have call me Carnby. The others call me the Reptile. I don't care to think what my banker calls me. These days, I leave my letters unopened. Bills and threats to send in the receivers just ruin my day. Okay, also auf meiner Tür ist eine Plakette und sagt Privatdetektiv. Die paar Freunde, die ich habe, die nennen mich Carnby, die anderen nennen mich das Reptil. Ehrlich gesagt kenne ich niemanden, der ihn so nennt, aber okay. Es ist ja meistens so, wenn die Leute sagen, sie nennen mich so und so, dass man meistens denkt so, wer? Ich will gar nicht drüber nachdenken, was mein Banker mich nennt. Im Moment öffne ich meine Briefe nicht mehr, denn Rechnungen und Drohungen, die mir zugeschickt werden, ruinieren einfach meinen Tag. When an antique dealer called Gloria Allen contacted me, I slipped into my best shirt, holstered my .38 and got to her shop as fast as I could.
I was expecting something sordid. Blackmail, probably. Als ein Antiquitätenhändler namens Gloria Allen mich kontaktierte, habe ich mein bestes Shirt angezogen, meinen 38er Revolver geholstert und bin so schnell wie möglich in ihr Geschäft gegangen. Ich habe etwas, sordid, was war nochmal sordid? Na gut, auf jeden Fall, er hat mit sowas in der Art von, Erpressung gerechnet. Boy, was I wrong. What I was asked to do was visit a property called Dersetto and find a piano in the loft. Da lag ich ganz schön falsch. Was ich machen sollte, war ein Anwesen namens Dersetto zu betreten und ein Piano auf dem Dachboden zu finden. It was an old piano with secret drawers. The kind people who buy stuff in antique stores go crazy over. The Dersetto house is supposed to be piled high with classy junk. Furniture, books, paintings. It looked like whoever owned Dersetto was about to get cleaned out. Es war ein altes Klavier mit geheimen Fächern. Die Art, nach denen Leute in Antiquitätengeschäften verrückt sind. Das Dersetto-Haus ist vollgestopft mit klassischem Müll. Möbel, Bücher, Gemälde. Sieht so aus, als würde wer auch immer im Moment Dersetto besitzt, leergeräumt werden. I was going to bring up the subject of money when Gloria Allen handed me $150 and a key. I kept myself from grinning at the thought of my banker's surprise. He doesn't like his victims getting away. Ich war schon drauf und dran, das Thema Geld anzusprechen, als Gloria Allen mir $150 und einen Schlüssel in die Hand drückte. Ich musste mich ganz schön zusammenreißen, um nicht wie blöde loszugrinsen, als ich daran dachte, wie mein Banker wohl reagieren würde. Er mag es nämlich nicht, wenn ihm seine Opfer entkommen. $150, gut. Zu der Zeit, zu der Alone in the Dark spielt, sind $150 sehr viel Geld. Also ich finde ja tatsächlich, dass $150 heutzutage eigentlich auch noch ziemlich viel Geld sind, aber das waren noch andere Zeiten, da war das tatsächlich noch eine völlig andere Summe. Wir sind hier in, lass mich lügen, aber ich bin versucht zu sagen, das Spiel spielt im Jahre 1928. Und wenn ich mich da irre, dann liege ich auf jeden Fall nicht sehr fern. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, definitiv. I looked over a copy of the police report. The former owner of Dersetto, a guy called Jay Hartwood, had hanged himself in the loft. The coroner concluded it was a clear-cut case of suicide. I promised Gloria Allen I'd give the place a look over. Ich sah mir eine Kopie des Polizeiberichtes an. Der vorherige Besitzer von Dersetto, ein Mann namens Jay Hartwood, hatte sich auf dem Dachboden selbst erhängt. Der Gerichtsmediziner war zu dem Schluss gekommen, dass es ein eindeutiger Fall von Selbstmord gewesen war. Ich versprach Gloria Allen, dass ich mir den Ort mal ansehen würde. My report will be ready in a couple of days. I've been reading up on the history of the old house. It's the kind of place ghosts run away from in terror. Grisly murders, curses, lunacy. Luckily, devil worship makes me smile. So, this is my idea of a paid vacation. Mein Bericht wird in ein paar Tagen fertig sein. Ich habe mir die Geschichte des alten Hauses durchgelesen und es ist die Art von Ort, von dem Geister in Schrecken davonlaufen. Brutale Morde, Flüche, Wahnsinn. Gott sei Dank lässt mich Teufelsanbetung nur müde grinsen. Es ist also mehr oder weniger meine Vorstellung
von bezahltem Urlaub. Und das, Ladies and Gentlemen, das ist der knallharte Fuchs Edward Carnby, der uns durch den Rest dieses Spiels begleiten wird. Aber ich habe mir gerade überlegt, wenn es irgendwie möglich ist, wenn ich meine Wahl jetzt irgendwie nochmal rückgängig machen kann, dann würde ich mir doch ganz gerne die Vorgeschichte des zweiten spielbaren Charakters nochmal angucken. Der andere Charakter ist nämlich tatsächlich Emily Hartwood, die Tochter ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist die Enkelin von dem Jay Hartwood, der sich da auf dem Dachboden gehängt hat. Jo, okay, ich kann nochmal zurück. Gucken wir doch einfach mal. The attorney's letter came as a deep shock to me. My uncle Jeremy had died by his own hand. The coroner's report was unequivocal. He hanged himself in the loft. Der Brief des Anwalts hat mich ganz schön schockiert. Mein Onkel Jeremy war durch seine eigene Hand gestorben. Der Bericht des Gerichtsmediziners war unzweifelhaft. Er hatte sich auf dem Dachboden erhängt. Initial surprise and distress passed. I considered the news. It seemed clear that Dorsetto had exercised a thoroughly morbid influence on my uncle's mind. Nachdem meine ursprüngliche Überraschung und, Verzweiflung trifft es nicht ganz, aber ich sage es einfach mal, Verzweiflung, verflogen waren, erwog ich diese Nachrichten und es war mir klar, dass der Seto einen sehr morbiden Einfluss auf den Verstand meines Onkels gehabt hatte. That creaking old mansion with its unusual tales, its secret library door, the ancient upstairs clock, all those occult books that my uncle could not resist reading in spite of his fragile nerves. Diese knarzende alte Villa mit ihren ungewöhnlichen Geschichten, der Geheimtür in der Bibliothek, das sollten wir im Hinterkopf behalten, der antiken Uhr im Obergeschoss und diese ganzen okkulten Bücher, die mein Onkel immer gelesen hat, obwohl er so fragile Nerven hatte. Fate had pointed its finger. The Seto had trapped its prey. Mr. McCarthy, the family lawyer, suggested selling the old house. I immediately opposed the idea. Das Schicksal hatte mit dem Finger gezeigt. Der Seto hatte seine Beute gefunden. Mr. McCarthy, der Familienanwalt, schlug vor, dass wir das alte Haus sofort verkaufen sollten. Aber ich stellte mich gegen diese Idee. My duty is clear. I must go to Dorsetto. I tremble at the thought of those dark corridors, those brooding portraits. Yet I am convinced that Uncle Jeremy left a note, a letter of some kind explaining his fateful decision. Meine Pflicht ist klar. Ich muss nach Dorsetto. Ich zittere bei dem Gedanken an die dunklen Korridore und die unheimlichen Gemälde. Aber ich bin davon überzeugt, dass Onkel Jeremy eine Notiz hinterlassen hat. Einen Brief oder sowas, der seine schicksalhafte Entscheidung erklärt. I remember his voice saying, "Look at the piano, Emily. Look harder." Maybe the secret drawer will yield up an explanation. I have the feeling things will not be so simple. Life is a mystery containing more mysteries. Jeremy taught me that much. Ich erinnere mich daran, wie er immer sagte, sieh dir das Klavier an, Emily. Sieh es dir ganz genau an. Vielleicht enthält das geheime Fach ja eine Erklärung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Dinge nicht so einfach verlaufen werden. Das Leben ist ein Mysterium, das noch mehr Mysterien enthält. Jeremy hat mir das beigebracht. Now is the time to confront the mysteries. Dorsetto is waiting for me.
I pray that my fear is nothing more than the fruit of my imagination. Nothing will ever persuade me that my uncle was insane. But why did he, according to the police report, block the loft window with the old wardrobe? Jetzt ist es an der Zeit, mich diesen Mysterien zu stellen. Der Seto wartet auf mich. Ich bete, dass meine Angst nicht mehr ist als die Frucht meiner Einbildung. Nichts wird mich jemals davon überzeugen, dass mein Onkel verrückt gewesen ist. Aber warum hat er, zumindest dem Polizeibericht zufolge, das Dachbodenfenster mit einem alten Schrank versperrt? Auch das, genauso wie die Geheimtür in der Bibliothek, ein kleiner Hinweis, den wir uns definitiv zu Herzen nehmen sollten. Und so rein von der Story her macht es wesentlich mehr Sinn, Emily Hartwood zu spielen. Aber wie gesagt, Edward Carnby ist der Hauptcharakter der Alone in the Dark-Reihe. Und ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn es mehr Sinn machen würde. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann mich einfach nicht dazu überwinden, nicht den guten Carnby zu spielen. Auf geht's. Ach ja, die ursprünglichen Zeiten von 3D-Grafik. Erschreckt euch bitte nicht, ja? Denkt dran, dieses Spiel ist von 1992. Und es basiert auf den Werken tatsächlich von H.P. Lovecraft. Dieses hier ist 100% 1:1 ein Lovecraft-Spiel. Spielt also im gleichen Universum wie Call of Cthulhu, wie zum Beispiel auch Dark Corners of the Earth. Oder auch, was haben wir noch so gespielt? Dieses Kriegsstrategiespiel da. Und wir werden auf jeden Fall schon beobachtet. Und wir werden Edward jetzt erstmal bei seinem Weg durch das Haus und hoch auf den Dachboden begleiten. Das ist quasi so das Intro des Spiels. Da wollte die Engine, die tatsächlich zu damaligen Zeiten echt beeindruckend gewesen ist, nur die erste echte 3D-Engine, die tatsächlich hier mit Polygonen Charaktere dargestellt hat und alles, das war richtig, richtig gut. Es ist vielleicht nicht optimal gealtert, aber ich finde, es sieht tatsächlich immer noch annehmbar aus, wenn wir überlegen, dass dieses Spiel tatsächlich von 1992 ist. Überlegt euch das mal, ja? Dieses Spiel, was wir jetzt hier spielen, ist fast 26 Jahre alt. Richtig genial. Richtig genial. Und das ist echt scheiße schwer. Das allererste, was ich machen werde, wenn wir auf dem Dachboden angekommen sind, ist tatsächlich erstmal speichern. Ja? Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass eventuell tatsächlich die Folge auch schon vorbei ist. Ja, aber ich lasse ihn erstmal in aller Ruhe laufen, ne? Dieses Spiel ist tatsächlich größtenteils blind, ja, möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen. Die Anfänge habe ich ein paar Mal gespielt, so die ersten paar Minuten. Ich habe dieses Spiel aber tatsächlich noch nie durchgespielt. Also es wird wahrscheinlich innerhalb der ersten 3-4 Folgen wird sehr bald der Moment kommen, ab dem dieses Spiel dann tatsächlich komplett blind für mich wird. Und ich hoffe einfach, dass wir es gemeinsam schaffen werden, die Mysterien von Der Seto zu lüften. So, da sind wir schon. Und ich, Detaillevel hoch. Jo. Ich speichere erstmal ab. Folge 01. So, und dann kann ich euch ja noch zeigen, ganz kurz, wir haben ja in der Vorgeschichte von Emily, haben wir ja den Hinweis gekriegt, dass wir, dass tatsächlich das Fenster mit dem alten Schrank hier blockiert worden ist. Das ist etwas, das wir definitiv machen sollten. Es ist nicht das Einzige, was wir machen sollten. Ja. Hier ist nämlich noch eine Klappe. Ihr seht, da ist eine Truhe. Die könnte man eventuell auch auf die Klappe schieben, um die zu blockieren. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum zur Hölle sollte ich so einen Blödsinn überhaupt machen? Und genau das werde ich euch jetzt zum Ende dieser Folge noch zeigen. Warum es eine gute Idee ist, den Schrank vor das Fenster zu schieben und die Truhe tatsächlich auf die Klappe da. Wir müssen einen Augenblick warten. Ich will mich ja gar nicht großartig umsehen. Ihr seht, es ist Resident Evil sehr ähnlich. Ja? Vorgerenderte Hintergründe, 3D-Figuren, die sich in diesen vorgerenderten Hintergründen bewegen.
feste Kamerawinkel. Das hier ist Survival Horror. Und jetzt geht's los. Ja, da kommt schon das erste Monster. Durch das Fenster, weil wir eben das Fenster nicht blockiert haben. Wow. Oh, ich weiche mal ein bisschen aus. Denn wir warten noch auf etwas. Au. Ja, dann macht er uns schon fertig. Au. Wir könnten auch kämpfen. Aber... Oh, da bleibt wieder hängen. Wow. Aber das stört mich nicht, hängen zu bleiben. Ich warte einfach nur darauf, dass hier noch was passiert. Denn dieses komische... Springemonster hier ist tatsächlich nicht die einzige Gefahr, die uns hier erwartet. Wow. Ich weiß nur nicht, ob die andere Gefahr auch auf Zeit ist oder einfach kommt, wenn das erste Monster besiegt ist. Auf jeden Fall diese Klappe da, ja? Über diese Klappe wird noch ein zweites Monster erscheinen. Will nur irgendwie gerade nicht. Hat er nicht gesagt, er hat einen Revolver? Wartet mal. Wo ist dein Revolver, Junge? Okay, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Komm her, du. Das Kampfsystem ist so ein bisschen eigen in diesem Spiel. Aber ich glaube, wir können ihn tatsächlich besiegen. Ich glaube, ich habe das Timing raus. Wie genau das alles funktioniert, das zeige ich euch in der nächsten Folge dann nochmal. Das hier ist eigentlich nur... Das hier sollte eigentlich nur kurz zeigen, was uns in dem Spiel so erwartet. Jetzt hat er uns, glaube ich. Jetzt hat er uns. Ich komme nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Du fühlst dich schwach? Ja, es ist super. Es ist schön, dass ich mich schwach fühle. Alter. Und da sind wir auch schon tot. So schnell kann es gehen. Ja, ich habe ja gesagt, dieses Spiel ist echt knallhart. Und dann seht ihr einmal den Sterbebildschirm noch. Ich sage schon mal, das war Alone in the Dark für heute. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir wirklich beginnen, die Geheimnisse von Derceto zu lüften. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Was genau das hier ist, werden wir übrigens im Laufe der Story noch erfahren.